Mein Name ist Ralf Gieren. Ich bin bei der DB Station Service AG gewählter Betriebsrat im Regionalbereich West. Ich wiederhole das direkt nochmal. DB Station und Service AG, gewähltes Betriebsrat bei der GDL, weil die meisten glauben, sie haben sich da verhört. Ich habe vor 7 Jahren meine Mitgliedschaft zur GDL bekannt, als ich Kundenservice Manager im Kölner Hauptbahnhof war bei Station und Service und bin damals sehr herzlich bei der GDL aufgenommen worden. Ich habe am Anfang eigentlich gedacht, dass ich so ein bisschen der Exot wäre, aber habe in der GDL eine Art Familie gefunden, die ich eigentlich nur noch aus den 90er Jahren kannte. Als ich damals für die GDL angetreten bin, als Betriebsrat und als Mitglied, wurden wir weder tariflich vertreten, noch hatten wir die Vorteile des Fairnessplans. Der Fairnessplan gilt mittlerweile für alle Mitglieder der GDL, auch bei Station und Service. Mit der Chance auf einen Tarifvertrag und eine Tarifierung habe ich erkannt, dass die damaligen Leute, die auch bei Station und Service immer die Fahne hochgehalten haben, in der GDL geblieben sind, obwohl sie keinen Nutzen davon hatten, jetzt die Chance haben, endlich daraus einen Mehrwert zu ziehen. Und ich glaube, dass auch Leute, die bisher nicht übergetreten sind oder nicht die Möglichkeit des Übertritts genutzt haben, weil eben am Anfang nur Nachteile entstanden sind, jetzt die Möglichkeit haben, sich zu bekennen und daraus auch direkt einen Nutzen zu ziehen, wenn sie sich natürlich auch einbringen und diese Leistung einfordern. Ein Tarifvertrag ist kein Geschenk, der muss hart erkämpft werden und das kann man auch nur durch Zutun der Mitglieder, die hinter einem stehen und mit der Gewerkschaft, die hinter einem steht. Ich habe durch die GDL gelernt, dass man halt nicht zufrieden sein muss mit dem ist, was man hat, sondern man auch irgendwo die Verpflichtung hat, das auf andere zu übertragen. Und man möchte natürlich auch das, was man erreicht hat, behalten. Und das, glaube ich, kann man nur mit einer Gewerkschaft, die man im Rücken hat, die einen den Rücken stärkt und die zu dem steht, was man nach außen hin vertritt und dass man auch wirklich diesen ehrenhaften Beruf anerkennt, den man nach außen repräsentiert. Station und Service steht mit Aufsichten, örtlichen Aufsichten, Servicemitarbeitern, Ansagern direkt im Fokus am Kunden, sind die Ersten, die auf den Kunden treffen, wenn Züge ausgefallen sind. Sind die Ersten, die die Auswirkungen spüren, wenn es Probleme im Management gab, Zugausfälle gab, Streckensperrungen gab, egal ob die durch uns verursacht wurden oder ob externe Gründe dafür vorliegen. Der Mitarbeiter ist der Erste, der die Auswirkungen des Kunden zu spüren bekommt. Da muss man eine starke Gewerkschaft im Hintergrund haben, bei der man weiß, dass es eine gerechte Bezahlung gibt, dass es eine Anerkennung gibt für den Job, den man hat, dass man nach außen hin auch stolz sein kann, wieder Eisenbahner zu sein. Ich habe am Anfang nicht damit gerechnet, dass die GDL jemals die Eisenbahninfrastruktur vertreten würde. Mir ist das Herz aufgegangen, als ich gehört habe, dass es die Möglichkeiten eines Tarifvertrages auch für Station und Service gibt. Ich glaube, dass dadurch nicht nur der Konkurrenzkampf belebt wird, sondern der Konkurrenzkampf hat ja auch die Tarife der Lokführer wesentlich verbessert. Und ich habe die große Hoffnung, dass dies auch bei Station und Service möglich ist. Die DB Station und Service wird immer aus meiner Sicht ein bisschen als kleines Stiefkind der großen Eisenbahnfamilie betrachtet, bildet aber mit eins der Herzstücke. Und ich glaube schon, dass durch Zutun der GDL und eigener Tarifverträge eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Ruhetagsspiegel, Ruhetagsbenennungen und Gehaltseingruppierungen in einem Gleichstand durch ganz Deutschland erreicht werden kann, über alle Regionalbereiche hinaus.